Hallo bei Apple Tutorials. Wie kann ich am Mac meine Festplattengeschwindigkeit testen? Eine Software für Mac, die die Geschwindigkeit der Laufwerke testet, findet man kostenlos im App Store und die heißt Blackmagic Disk Speed Test und prüft die Mac-Festplatte auf Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Die Software eignet sich für HDDs und SSDs auf dem Mac. Ich selber nutze das Programm auch ab und an, um Vergleiche zu früher zu ziehen, inwieweit die Leistung bzw. Lese- und Schreibgeschwindigkeit meiner Mac-Festplatte sich vielleicht im Laufe der Zeit verändert. Ja, wie gesagt, lässt sich also gratis hier im App Store herunterladen. Das habe ich schon gemacht, deswegen brauche ich hier nur auf Öffnen zu gehen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ja, und dann braucht man eigentlich nur hier über den Button Speedtest hier einfach nur auf Start zu gehen und der Speedtest geht sofort los und die Software prüft eigentlich recht schnell die Performance der Festplatte. Das ist aber nicht das Einzige. Man kann also unten auch eine Übersicht sehen, welche Videoformate die Festplatte problemlos in Echtzeit verarbeiten kann. Und damit hat man dann einfach einen Blick, ob das Laufwerk auch mithalten kann. Man kann übrigens das Datenvolumen anpassen zwischen einem und 5 GB. Da gehe ich hier einfach in der Menüleiste auf Stress. Ich kann es jetzt momentan nicht auswählen, weil mein Test hier jetzt gerade läuft. Und da muss man also wirklich hier dann nur diesen Menüeintrag wählen. Und wenn der Speedtest dann fertig ist, dann kann ich in der Menüleiste auf File gehen und könnte mir dann hier zum Beispiel einen Screenshot erstellen. Kann ich auch mit der Tastenkombination Command und S machen. Und ja, dann kann ich einfach dann Screenshots zwischen heute und früher einfach miteinander vergleichen. Also eine recht praktische Sache. Ja, meiner Meinung nach ist das ja eine Software zur Überprüfung von Schreib- und Lesegeschwindigkeit am Mac, die sehr einfach zu handhaben ist und auch die wichtigsten Ergebnisse liefert. Ja, das war es dann auch schon so als kleiner Software-Tipp. Wer möchte, kann das auf appletutorials.de wie immer nachlesen. Den Link dazu habe ich in der Videobeschreibung unten eingefügt. Und auf appletutorials.de findet man dann auch nochmal dann den Link zum App Store, wo man sich dann hier die App gratis runterladen kann. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.